Bro! Die rasieren wir ja hardcore. 100.000. Wieder ein Crit, wenn's niemanden juckt, Bro! Ist das kein Zufall, oder? Ach komm, nerv nicht. So, wir sind back im Game. Mich erkundigt und entschieden, hier Level 31 zu repellen. Wir können hier Tangela oder Sonflora bekommen. Ich denke mal, wenn wir Sonflora bekommen, dann ist es so, aber ich denke mal, das 50-50 ist hier ganz okay für einen Tangela. Alles andere wären auch teilweise Sachen, die wären nicht so gut. Ponita, Ampharos wäre vielleicht später noch gut, aber es gibt wirklich viel, was hier schlecht ist. Bruh. Okay, wir checken mal hier außenrum ein bisschen ab. Pelco Punch. Was hat der? Den Kollegen. Wir haben Intimidate, das ist halt immer schon mal ganz gut hier. Bro, der ist ja gar nichts, Alter. Voll der Affe. Hau ab. Hariyama. Wenn wir den nicht killen, killt er uns, glaube ich. Bro. Die rasieren wir ja hardcore. 38, müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Dann noch Sorg, Bro. Sorg ist ja eigentlich ein Easy Kill. Komm, wir switchen mal einfach wegen, dass wir ein bisschen XP sharen. Bulk up. Und Para natürlich. Bro, das ist ja wieder natürlich, ne? Er crittet und Parat. So machst du halt nichts, ne? Das ist halt immer so. Ich meine, du kannst mal Pech haben, aber Crit und Para ist halt voll unnötig, weil der Crit hätten wir taken können. Ganz easy. Aber mit der Para sind wir halt vielleicht langsamer und dann sterben wir. So, das ist halt, wenn wir nur die Para kriegen und keinen Crit, dann können wir den nächsten auf jeden Fall auch safe aushalten. Aber wir rennen halt jetzt Gefahr, wieder einen Crit zu bekommen. Das ist ja das Problem. Ne, hier kann man auch durch. Ah ja, chillig. Müssen wir trotzdem ihn battlen. Wir haben jetzt die zwei übersprungen sozusagen. Ich weiß nicht, wer hier noch alles auf uns wartet sozusagen. Motim. Okay, haben wir schon eine gute Wahl. Psybeam, Bro. Hau ab. Shockwave. Die Level Caps sind jetzt halt immer wirklich eng getaktet. Also, wir waren gerade auf 37 im letzten Battle gegen Riley. Jetzt haben wir 39. Danach haben wir 42. Müssen aber noch dieses ganze Sierra, diesen ganzen Sierra-Untergrund clearen. Also, wir müssen echt viel machen. Inferno. 50% Accuracy und Hitte natürlich auch noch. Burn, glaube ich. Ja. Ist aber okay, weil wir haben ja hier auch Bubble Beam plus wir haben Rest, also können da einfach resten. Dann machen wir ja guter Damage. Wir müssen aufpassen wegen Crit, das ist hier das Problem. Aber ich glaube, wir können hier intimidaten und dann mit Acrobatics killen. Takedown. Easy. Acrobatics, wir sind schneller mit Staraptor. Sehr gut. Okay. Die haben wir. Ah, ne, der hat noch eins. Mudsdale, was ist das? Ist das ein. Ich glaube, das ist Boden normal, oder? Frage ist, was machen wir? Ich würde gerne nochmal intimidaten. Bite. Das ist ja am besten. Können wir einfach mal Babydoll eisen. Und Toxiken kurz. Wir hätten andersrum machen sollen. Bite again. High horsepower ist okay. Könnten nochmal XP sharen, aber Crit ist immer schwierig. Nice. Wir hätten jetzt auf dieser Floor wechseln können, um ein bisschen XP zu sharen. Aber wenn er dann High Horsepower crittet, dann kann es halt auch sein, dass wir sterben. Deswegen ganz entspannt hier einfach machen. Okay.
Hier ist nichts oder was? Wir sind hier einmal ins Leere gelaufen. Danke, Game. Müssen hier nochmal durch, okay. Komm, letztes Battle, glaube ich. Meganium. Dann haben wir mal Toxic. Toxic eh immer gut. Wir können Flash Cannon machen, I guess. Ein, zwei Flash Cannons plus Toxic sollten killen. Mhm, sehr gut. Toxic again, sehr schön. Magic Leaf, Bro. Was für ein Opfer. Macht uns gar nichts. Mhm. Bro, komm. Pack deine Blume ein. Nimm den Langhals. Komm, ab. Bro, shut the fuck up, shut the fuck up. Hier können wir noch vielleicht ein Item holen. Leafstone, hm. Gibt's hier noch vielleicht was? Nee, ne? Maple Town. Oh. Ah, the countryside. Haven't been here. Halt's mal. Komm. Ah, Valora, finally. Was ist los? Underwater, forever. Yeah, I see. Underwater Location. Mhm. Er belauscht uns ein bisschen. Ja. Kleiner Stalker. Aha. Okay. Komm jetzt. Okay, wir sind in Maple Town. Barry? Oh, hey, Asher. Bushes. Kinds of rare Pokemon. Found three really rare ones, so I registered their data. However, my Pokedex is still pretty empty. Oh, I know. Why don't we make a little exchange? Yes. That's the spirit. Could you show me your Pokedex with 200 species registered? Ah. 275 Pokémon, natürlich. Habe ich ready. In der Nuzlocke. Wo ich 30 Mons fangen darf, vielleicht. Im ganzen Run. Also hier in Mapletown können wir auf jeden Fall angeln. Das sollte schon mal ganz cool sein. Wir können hier nämlich eigentlich ganz gute Sachen holen. The Viper, Chinchu, Frillish, auch okay. Außer Psyduck wäre eigentlich alles ganz gut. Ja, Frillish ist okay. Nice. Again, wir können jetzt natürlich auch hier noch was catchen, aber hier ist so nichts, was man repellen kann, macht so richtig Sinn. Ich glaube, das ist Girafarig oder so. Von dem her versuchen wir einfach so unser Glück. Gucken, was da rauskommt. Audino. Gefällt mir. Jawohl. Ich gehe mal mit Venusaur vor. Ich glaube, wir brauchen wirklich so einen Mon, mit dem wir gut nach vorne gehen können. Ohne, dass wir hier safe schlechter sind. Heatmore. Oh, natürlich hat Heatmore, wenn ich Venusaur habe. Ja, dann tauschen wir halt direkt wieder. Aber das ist halt das, wenn du nicht weißt, was kommt, dann kannst du auch nichts machen. Bubble Beam, easy. Zwei Bubble Beams sollten sein. Jawohl. Was hat er? Flame Burst ist fein. Oh, null Damage, wirklich null Damage. Bubble Beam again. Komm, hau ab. Heat more, Alter, hau ab. Komm. You got the heat, Alter. Yeah, no time to waste, Bro, halt's mal. Das sind die besten, ne? No time to waste, ja komm. Earthquake! Oh, big. Execute, ja? Yes. Earthquake, Bro. Das ist ja sehr big. So. Kollege Wanderer. Jetzt hat der Soul Rock. Sleep Powder. Boah, siehst du, der kommt ja jetzt mit Psychic und Crit, dann wäre es auch wieder crazy. Ich muss immer vom Schlechten ausgehen. Natürlich wieder ein Critical Hit, wenn es kein juckt. Das nervt. Was ist denn das? Warum kriege ich denn immer Crits, wenn. Also wirklich? Das ist doch Quatsch. Okay, komm, ich will es aber jetzt nicht nochmal riskieren. Wir können in Magnezone gehen. Cosmic Powered, ja. Kann Metal sounden. Damit seine Special Defense down ist. Wenn er kann nochmal Cosmic Power, das ist egal, jetzt ist er wieder auf 0. Ja. Flash Cannon. Guter Damage. Oh ja. Nächster killed. Pikey again ist fine. Flash Cannon.
Come on. Luna Top. Wieder ein Crit, wenn's niemanden juckt, Bro. Das ist doch. Ist das kein Zufall, oder? This game is bugged. Very Seed. Nope. Very Seed wäre gut, wenn wir wirklich Sachen wie irgendwie. I don't know. Speed Booster oder so wegmachen wollen. Wir müssen wieder repellen. Damit der Insomnia kriegt, aber brauchen wir nicht. Wieder ein Battle. Können nicht hier irgendwie noch was machen? Komm, wir gehen jetzt hier runter. Starpiece, was soll's. Okay, würde ich sagen, wir beenden einfach die Folge hier, weil ich will wirklich die Folge nicht zu lange ziehen und wir haben viele Battles gemacht und ich will wirklich nicht, dass wir am Ende des Tages irgendwie ein 25 Minuten Video haben oder 10 Trainer auslassen müssen, weil wir zu viel aufgenommen haben. Deswegen nächste Folge machen wir noch die restlichen Trainer. Ich denke mal, es werden nicht viele sein und dann werden wir ins Tournament gehen. Von dem her, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.